Erik Stehfest wandert aus, samt Frau und Kind. Im großen Sat.1 Dancing on Ice-Finale am 20. Dezember 2019 hatte der Schauspieler die Bombe platzen lassen und überraschend verkündet, seine Karriere zu beenden. Erik zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, für viele Fans des Ex-GZSZ-Stars ein Schock. Doch er zieht sich nicht nur zurück, Erik und seine Familie verlassen sogar das Land. Auf Instagram teilte Eriks Frau Edith jetzt dieses Foto, das Erik vor einem Stapel gepackter Koffer zeigt. Goodbye Deutschland, kommentiert sie ihren Post schlicht. Was es mit dem überraschenden Landeswechsel auf sich hat, soll Edith in einer Instagram-Story erklärt haben, die mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. Laut Tag24 erklärte sie dort: Erik, sie und ihr Team wurden auf öffentlicher Straße angegriffen und mit einem Messer bedroht. Wir waren zu Fuß unterwegs. Plötzlich tauchten da drei vermummte Männer auf und bedrohten uns. Sie riefen: Scheiß 9 Tage wach. Zur Erklärung: 9 Tage wach heißt Eriks Autobiografie, in der er seine Drogenvergangenheit behandelt. Sofort sei dem Paar klar gewesen, dass der Übergriff ein gezielter Angriff auf sie war. Auch ihre Adresse sei wenig später im Internet veröffentlicht worden. Verschiedene Gruppierungen hätten sie immer wieder bedroht. Edith resümiert: Wir haben uns zu weit geöffnet, uns angreifbar gemacht. Wohin es für die kleine Familie geht, verrieten Edith und Erik bisher nicht.